krasse Kombos gegen Spaceys. Und naja. Okay, es geht los. Und das wollen wir gar nicht. Das gar nicht. Doch, doch, hier, wir wollen nicht mehr. LOL Fighter gegen Akuma. Das hypedeste Loser Bracket Set des Tages. Bis jetzt. Und es geht los. Akuma hat sich noch Tipps von uns geholt, wie er gegen Marv spielen soll. Ja. Meinst du, er kann sie umsetzen? Glaube ich nicht, nein. Ich leider auch nicht. Doch, er zieht Turne, er wirft ins Nichts, er hat die Tipps umgesetzt. Oh, Dash-Check, er hat gehört, Und er hat die Tipper hat Smash. Das war ein Gewinner. Aber das ist die Ei, Digga, das ist die Ei. Ohne Scheiß, er versteht das, ne? Er spielt Brawl. Da muss man nur die Ei, nichts anderes, Digga. 25 Viewer. Ei! Größer an 25 Leute. Keine Ahnung, wer ihr seid, aber ich habe das erste Mal in unserem Leben mehr Viewer als Anwesende. Wer ist alles da? Oh! Schönes Turnip von LOL Fighter gefangen und zurück ist Smash. Jetzt steht einfach nur da. Oh, LOL Fighter mit der Down Air Out of Shield, warum auch immer. Weil das Style hat, Digga. Ja, das ist auch LOL Fighters gesamter Spielstil. Er hat einfach Style. Und das war's. LOL Fighter hat aber schön gerade das Turnip abgewartet, damit er nicht davon random gekillt wird, so. Ja, Freie! Hätte er dann nochmal einen Turnip davor getroffen, das wäre genial gewesen. Das wäre zu heftig! LOL Fighter fängt jedes Turnip, er spielt zu Hause nur mit Items. Aber nur mit Laserpistole. Shield Step! Oh, kann er gerade... Hätte er nicht machen können. Oh! Rolle Down Smash! Das Turnip? Oh, wenn er das Turnip schön umspielt und Akuma lebt immer noch. Er hat gar keinen Bock, er hat noch einen Sprung und einen Float, Alter. Ohne Scheiß. Es ist so egal. Ariel, aber wenn die Tipper getroffen hätte, wäre Akuma jetzt tot. 230 und er lebt immer noch. We're living though. We're living though. 24-7, we're living though. Heftig. Alter, 238 und er lebt. Nein, noch nicht. Läuft weiter auch mit schöner DI, muss man sagen. Ja. Oh, schöne Get-Up-Attack hier. Und da ist es vorbei. Die 41 Aerial und bei 256% muss auch mal Schluss sein. Das ist der doppelte von 220. Genug. Irgendwo ist vorbei. Er hat im Prinzip schon zwei Stocks verloren. Ah, okay. Ja gut, dass Nick gegen mich letztes Mal beim Freeplay nur Link gespielt hat, weil er sich sicherlich den Sieg holen wollte jetzt heute. Oh, Läufer hat er nach oben gestorben. Zu viel DI, East Coast DI. Er hat seine DJs getrunken. Ja. Oh! Er hat mit dem Tipper den Schirm getroffen. Heftig! Was für ein Imba-Charakter. Oh, sehr schön mit der zweiten Forward Aerial retreated da. Oh, schöne Combo Break an der. Aber von Akuma. Immer, ey, Akumas Combo Break an der sind wirklich bösartig. Das macht keinen Spaß, Digga. Wow! Wollen wir da gegen Ben verloren, Digga? Gegen Ben, hier, den. Dark Brothos. Dark Brothos, bitte! Ja, der hat gegen LOL Fighter gewonnen. Oh, schön abgewartet. Schön abgewartet, ja. Ich mag, dass er halt immer seinen Flop behält. Ja, ohne Scheiß. Hat er sich sehr clever ausgedacht. Aber Digga, ich muss bestimmt irgendwann gegen einen von den beiden spielen, ne? Und ich hab keinen Bock. So wie LOL Fighter kann man Sheik nehmen, aber gegen Herr Kuma, Digga? Oh. Letztes Mal habe ich ihn geraped, aber ich glaube, er hat wieder dazugelernt. Ja, eben. Oh, der die Vorder getroffen, das wäre schön. Oh, bleib doch! Ah. Oh, schöne Dash Attack, aber. Da kam Läufer dann nicht schnell genug mit der Forward Area hinterher. Oder rein. Ah, okay. Doch zu viele. Nice. Ich muss gegen vier Leute. Crew Match. Bring it, bitch. Bring him. I don't care. Alle free. Übrigens das erste von SYPG, wie sind wir? Schön wär's. Ja, ich würde mich freuen. Schöne Forward Aerial Out of Shield, hat auch mit dem Tipp, glaube ich, getroffen, aber war nicht genug, weil 193% ist nicht genug. Oh! Alter, ist so awesome, Digga! Es ist unglaublich, ihm beim Spielen zuzugucken, macht so richtig Laune. Manchmal denkt man sich, ist der Typ dämlich, aber dann macht er wieder so eine Sache.
Na, es reicht. Oh! 214 reicht! Läufer mit zwei Stocks sind sehr vielen Prozenten Vorsprung. Sein Movement ist los, Move. Der Typ ist so sexy, aber er macht meistens einfach nur die falschen Sachen. Und die Nähe. Oh, sehr schön gemacht. Sehr gut von Maxima. Also. Man könnte meinen, das wäre Hans. Ja. Wir haben Läufer auch über Hebi gezielt. Hebi über Läufer gezielt. Ja, und Akuma war anderer Meinung. Und jetzt muss er auch beweisen, dass er schwimmt. Ne? Er kann ja auch gegen beide verlieren. Das geht ja auch. Oh! Schöne Kombo Break, ne? Oh, der trifft dich fair. Kriegt er noch was? Oh! Der Konter! Wer kann denn auch damit rechnen? Ohne Scheiß, das hat er noch nicht einmal gemacht in dem Match. Akuma will jetzt noch mit der Brechstange. Ja, Akuma will jetzt nur noch mit der Brechstange diesen Stock ziehen. Oh, aber läuft weiter eher so. Ja, da zeigt sich, dass die beiden Spieler nicht so erfahren sind. Diese Brechstangen-Situation sollte eigentlich niemals zustande kommen, wenn du ein erfahrener Spieler bist. So. Richtig schön abgefangen. Relativ solider, sexy Two-Stop von Neufeiter gegen Akuma hier. Im Losers, ich glaube, Losers Quarter. Losers Runde 3. Ja. War von CS Peter. Ich finde aber, Akuma springt mir noch ein bisschen zu viel rum. Ja, das stimmt. Er musste einfach in die Luft bekommen und dann Dash Attack. Genau wie eben gerade. Aber. Ja, Dash Attack. Akuma hat zwei Stocks lang dominiert und danach hat Läufer offensichtlich adaptet und konnte ihm ein Schnippchen schlagen. Ich glaube auch. Oh, er will es so unbedingt. Oh, der Grab. Ich glaube, das war Portrich. Ich habe da, glaube ich, den Map auch grabben sehen. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, hast du recht. Aber wir sind auch schlecht in diesem Spiel, wir wissen das nicht stimmt, alles. Wir sind keine guten Spieler. Oh, die Kämpfe geholt, aber reicht den Paar leider nicht ganz aus. Ich habe jetzt eigentlich einen Schirm. Tipper Forward Smash und nach oben gestorben. Akuma mit der East Coast DI. Und er zieht womöglich diesen Stop. Warum rollt er auf, ist die Frage. Oh, der Läufer ist so sexy, Junge. Oh mein Gott. Oh, der Grab wäre so schön gewesen. Lightshield ein bisschen zu viel des Guten. Er hätte normalen Shield und Shield DI machen können, hätte er den Grab auch bekommen, aber so hat sich das für ihn auch ausgezahlt. Das ist das erste Event von der nächsten Saison, ha? Huh? Oh ja. Oh Bruder, dann geht's ja richtig ab hier. Wir haben Upsets über Upsets, so stelle ich mir das nämlich vor. Zum Glück muss ich das nicht ausrechnen. Oh, ja, zum Glück muss keiner diese Scheiße ausrechnen. Whoops, hallo Duda. Aber wenn das ist, wenn Neufighter jetzt noch so weitermacht, er hat ja gegen Ben gewonnen, dann kriege ich ja hammer viele Punkte, wenn Neufighter jetzt noch weiterkommt, ne? Oh, schöner Forward Smash. Ich habe das nämlich hammer manipuliert, weißt du? Man könnte meinen, es regnet die Punkte. Ja. Bam, bam, bam. Wir hören hier, Neufighter macht nur noch Forward Throws. Wir hören Panic at the Disco mit ihrem riesigen Song I Write Sins Not Tragedies und genau das passiert hier nämlich auch gerade. Läufer begeht hier Sünde an Akumas Arsch. Akumas hat... Und es ist keine Tragödie für ihn. Man merkt halt einfach, die Erfahrung fehlt in dem Matchup. Ja, ich frage mich, wo bleibt die Shield? Das ist nämlich die entscheidende Frage. Man muss sagen, ich habe mit Peach auch gegen Läufer das Mal verloren letztes Mal. Ich musste die Shield pullen. Weißt du? Hätte er sich das Set mal angeguckt. Hätte er das mal gemacht, ja. Oh, der Tunnelblock. Ey, es war zu sexy. Hätte es getroffen, wäre es noch besser gewesen. Dann irgendwie eine Abwehr und bla bla bla. Ja, genau. Ein. Ganz genau. Oh, Läufer wollte wieder Style, Digga. Ey, Läufer ist gerade so on fire, Junge. Oh mein Gott. Ich glaube, Akuma muss sich echt mit dem neuen Platz zufrieden geben. Ohne Scheiß, ich glaube, also alles deutet darauf hin. Akuma 9. Platz, das haben wir noch nie gehabt. Er war schlechtestenfalls 7. Ja. Oh! Da wurde gebattlefieldet. Akuma müsste das als seine Chance sehen, das Match noch zu drehen. Wenn Akuma groß mit Sprap abgeschafft hat, ja. Und weil ein PMC, dann könnte er auch was reisen. Könnte er auch. Leute und Hebi könnten beide was reisen auf dem großen Turnier. Berlin ist gar nicht so free? Nee, Berlin ist nicht so free, das muss man sagen. Kommt nach unten. Ohne Scheiß. Akuma hat ja auch gegen Teasy gewonnen im True-Match. Und wenn du überlegst, wer alles nicht so ins Bracket gekommen ist, Leute wie Utsch. Wie Salty Playgrounds very own UCK. Und das. Akuma will sein Comeback. Er will sein Comeback.
Er hat auch, also testgemäßig ziemlich aufgedreht, da kriegt er den Ball. Da war's das, Kenny Two-Stop. Und das ist ein Und damit ist Akuma 9. Platz, sowas haben wir hier noch nie gesehen.